Hallo, heute möchte ich mal über meine HF-VTTC reden, die ich hier gebaut habe. Ich fange mal an bei der Spannungsversorgung. Hier habe ich den Steltrafo, der liefert mir so ungefähr 270 Volt RMS. Das geht dann hier zur Gleichrichtung. Da habe ich dann noch einen Kondensator zur Klettung. Habe ich dann ungefähr eine gleichgerichtete, also eine Gleichspannung von 400 Volt durch den Spitze-Spitze-Wert. Der liegt ja immer höher als der RMS-Wert. Und dann geht es hier weiter zur Schaltung. Da habe ich hier noch einen kleinen Ferritkern von einem alten Zeilentrafo, um RF-Energie, die eventuell sich den Weg zurücksucht über die Kabel, um das so ein bisschen abzublocken. Und der wird auch warm, was ja dann für das Vorhandensein von RF-Energie hier in den Kabeln spricht. Genau, dann habe ich hier die Schaltung aufgebaut. Das ist somit der erste Schaltplan, den man irgendwo im Internet findet. Ganz einfache Sache eigentlich. Dann geht es hier von der Anode über einen Drehkondensator. Den habe ich hier noch so dazwischen gemacht für die Abstimmung. So zum Rumprobieren, so ein bisschen. Dann hier eine Spule aus Kupferdraht. Die ist so circa 2 mm, anderthalb, 2 mm starker Draht. Dann hier oben der Drahtbügel, das ist dann meine Feedback-Antenne. Dann geht es hier wieder über die Kondensatoren zum Steuergitter der Röhre. Und so oszilliert dann die Schaltung eben auf, was haben wir hier, circa 50 Megahertz. Ja, da habe ich mir hier oben so ein kleines Antennenset gebaut, damit ich das hier kontaktlos abnehmen kann und ein einigermaßen vernünftiges Messergebnis kriege. Genau, und ja, das ist dann das Ergebnis. Es ist extrem heiß. Man sieht auch, wie sich hier oben das Kabel verfärbt, die Elektrode verfärbt durch diese enorme Hitze. Ich mache noch mal kurz das Licht aus, damit man es besser sieht. Genau, und jetzt erhöhe ich einfach noch mal kurz die Spannung. Wird dann die Flamme auch noch ein kleines Stückchen größer. Ja, und um das noch mal kurz zu erklären, warum der Effekt auftritt: Die Impedanz der Luft ist bei hohen Frequenzen und hohen Spannungen quasi gleich null. Ja, und das bedingt dann eben, dadurch bedingt, ist dann eben, sind dann quasi perfekte Voraussetzungen gegeben, um da eben die Luft zu ionisieren. Und dann hat man halt eben diesen Effekt, dass da dann eben so eine Plasmaflamme stehen bleibt. Das ist jetzt einfach erklärt, aber nur damit man einfach mal eine Vorstellung hat, warum der Effekt auftritt. Ja, also man kann da auch im Internet nochmal was nachlesen. Sicherlich. Genau. Danke fürs Zuschauen.